Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge auf der Hofbergmann Reloaded mit dem Simon. Hallo. 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 So, erstmal bringen wir unsere frische Milch zur Buttermaschine. Wo wir übrigens... Ach du Schande, ich weiß, warum das nicht produziert. Haha. Wir müssen Butter wegbringen. Haben wir noch Kann man ja auch Joghurt herstellen? Nee, nur Käse. Schade eigentlich. Genau, hier wollte ich noch was machen. Haben wir keinen kleinen Uhr... Achso, ja, hier wollte ich... Och, Mann, ich sehe schon wieder so viel Arbeit hier, Simon. Brauche mal den... Hatte ich schon gesagt, dass mir noch Strom liegt? Ach, danke. Danke, Simon. Oh, das hasse ich ja, ey. Gemüse an Bauhof. So. Nein! Boah, ei, ei. So, läuft. Genau, dich brauche ich jetzt. Du kleines, kleines Wesen. Alter, der kleine Kompakter, der sieht aus, ne? Ist ja Wahnsinn. Der ist ja richtig benutzt worden. Wow, haben sich jetzt die zwei wirklich getroffen? Sicher sogar. Ja klar, haben sich getroffen. Zum Mittagessen. Mann, ey. Da ist er. Könnte ich aber mal nachschauen, weil wenn der da oben ist, könnte ich ihn kurz umleiten. So, noch eine Bahn, dann bin ich fertig hier. Ja. Mit diesem Feld. Mit diesem Feld. Das heißt, du hast noch ein mit Feld. Feld wenn, du das so 22. Wenn du das so betonst, dann hast du noch ein Feld vor dir. Ah, noch zwei. Zwei, ja gut. Muss mir aber erstmal einen Schneidwerkswagen besorgen, weil mit der Breite komme ich nicht über die Karte. Das glaube ich dir sofort. Spätestens an der nächsten Kreuzung ist Feierabend. Ja. Das Gute ist, ne, weil es läuft ja jetzt eigentlich so planmäßig, sagen wir es mal so, ne? Also es produziert alles, die Kühe haben genug zu essen und ne? Mhm. Eigentlich müsste jetzt ja zeitnah Geld in Hülle und Fülle reinkommen. Ja. Ich denk mal, der einzige kritische Punkt ist immer nur dann, wenn du vorspulst. Das ist. Vorspulen ja, ist absoluter Todschuss. Dann wird alles leer, ja. Und dann ist Halligalli und dann muss ja alles aufgefüllt werden. Und hat mal halt auf einen Schlag mal ein bisschen mehr zu tun als im Moment halt. Ja. Hast du schon den Trailer gesehen von der Gamsting? Gamsting? Gamsting gab es im LS15 schon. Nee, noch nicht. Kommt jetzt wieder für die 17 raus, habe ich gehört. Ah. Ich habe mir letztens nur die ganzen, also einige Trailer vom neuen DLC angeguckt. Von den Ropa. Von Ropa, okay, ja. Hast du vor, dir das Ropa zu kaufen? So richtig weiß ich es noch nicht. Also prinzipiell, so auf den ersten Blick erstmal nein. Okay. Weil irgendwie, eigentlich hat man ja eigentlich schon alles. Also. Und wenn man wirklich nur eine Europa-Maus haben möchte, oder, ja gut, die Mäuse, glaube ich, gibt es nicht so als Mod. Aber zumindest den Roder gibt es ja, glaube ich, für Rüben. Den kann man sich ja, glaube ich, auch im Mod-Hub runterladen. Ja. Und wenn man da wirklich eine Maus braucht, es ist ja in dem Standardspiel auch schon drin. Das stimmt, ja. Also. Vielleicht überlege ich es mir da nochmal, aber eigentlich im Moment... eher nein. Obwohl sie schon schön gemacht sind, also modelliert sind sie schon sehr hübsch.
So, ich bin ja gerade auch ein bisschen. Ah, jetzt läuft's. Ja. Never stop the running system, oder wie war das mal? Abladen, Z. So. So fährt man. Ahaha, er schafft es nicht. Wow, er schafft es halt wirklich nicht, ne? Hm? Wer schafft's nicht? Ich habe jetzt 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 Paletten mit Kompost auf dem Unimog. Er schafft es nicht. Hm. Dann muss ich jetzt wirklich den URL anwerfen, damit er. Wow. Ja, gut. Ja, gut. Wo hat denn der Boxer das verkauft? Ich glaube, im Landhandel war es gewesen, ne? Ja, ich glaube auch. Landhandel. Alter, wie viel Weizen wir jetzt im Lager haben? Das ist richtig gut. Ja, ich bringe gerade die nächste Fuhre wieder in den Hof. Landhandel, sehr schön. Okay, dann bringe ich das, lasse ich das zum Landhandel bringen. Achso, war das? So, so. Ach, ich kann habe ich mittlerweile. Rausnehmen? Oh, schon einiges. Ja, wie gesagt, wenn man es vor jeder Frucht. Sorte, Art, wie auch immer du es nennen möchtest, wenn wir da jedes Ding 100.000 zusammenbringen würden, ne? Dann haben wir wirklich. Dann glaube ich. Ja. Haben wir ausreichend erstmal. Das ist richtig. So, das mit dem kleinen Ding, jetzt habe ich auch verpasst. Verdammt. Ich fahr schon, genau. Alles gut. Entschuldigung, ich wollte Sie nicht stören, Sir. Tut mir leid. Tut mir leid. So, warte mal. Überfahren Sie mich den bitte nicht. Ich eben kurz hier stehen. Ja, mach das mal. Das Einzige, was wir halt noch nicht so wirklich abschätzen können, ist halt, wie viel zum Beispiel die Hühnerfarm da halt verbraucht an Weizen. Das stimmt. Aber wir haben ja jetzt einiges mal, also. Ja, mal gucken, ne? So, Y, Wollpaletten, Apfelkisten, Milchkannen. Ne, das sind Butterfässer, warte. Eierkartons, Fässer. Ja, das waren die Fässer, okay. Fässer. X. Alter, die haben gar nicht alle Platz, oder? Doch. Doch. Gerade so, ne? So. Haben, ne? Wir eigentlich, sind die Küken eigentlich schon schon geschlüpft? Ich habe nicht mehr nachgeguckt, tatsächlich. Weiß ich gar nicht. Kann ich dir nicht sagen. So. Fahren wir nochmal. Ich fahre jetzt nochmal. Ich habe jetzt Butterfässer geladen, Simon, damit du Bescheid weißt. Und zwar 2, 4, 6, 8, 10, 12. Also 11,5, aber sagen wir mal 12 dazu. Hoppala. Fahre jetzt nochmal ganz kurz zur Weide hoch bei der BGA und werde da dann die Milchkanne noch mitnehmen und dann das Ganze verkaufen, oder? Könnt ihr mal die Milchkanne nicht auch in diesen. Nee, in die Käserei kommt, konnte man, glaube ich, nicht bringen. Ich weiß es gar nicht mehr. Wir können es mal testen. Fragen über Fragen. Ja, ist ohne, das ist jedes Mal das Gleiche. Wir können, ich habe aber einen kleinen Bucher mit einem Fass hinten dran, wo Milch drin ist. Wollen wir den mal zur Käserei schicken und gucken, ob die Milch da angenommen wird? Ja, wieso nicht? Das könnte man machen, ne? So, ich guck mal kurz, was unsere Küken machen. Muss rein. Nee. Also wenn es wirklich voll süß ist, dann kannst du mich rufen, sonst komme ich nicht. So, dann schauen wir mal. Oh, hier hat einer die Tür aufgelassen. Aha, alle weggelaufen. Der Fuchs war da, weißt du? Er hat sich gefreut wahrscheinlich. So, warte mal, ich muss jetzt das hier mal abschalten, ne? Richtig? Nee, das ist abgeschaltet. Oh, so. Lecker süß. Muss ich echt vorbeikommen? Ja. Ach Mann. Sogar mit Geräusch. Was? Warte mal, das muss ich mir jetzt angucken. Nicht, dass ich drauf trete, warte mal. Wo ist denn das? Ah, hier. Hier. Tag. Oh, die sind ja putzig. Hm. So, wo kommen die jetzt hin? Was ist? Aha! Ups, sorry. Okay, ich gehe mal lieber ein bisschen. Das ist ja problematisch hier, ne? Weil du kannst es jetzt. Warte mal, wir müssen das so machen, so. Jetzt bin ich da voll im Weg wahrscheinlich, ja. Ah! Ah! Simon!
Ich glaube, denen geht's jetzt nicht ganz so gut. Doch, alles gut. Was glaubst du, wie die im Ei rumgeflogen sind? Das kennen die nicht anders. Oh, da liegen sogar noch ein paar Eier im Schrank drin. Das sind jetzt Küken. Okay, was machen wir mit den Küken? Muss man die nicht in den Stall bringen und die werden dann groß? Zu den, weiß nicht, ob man die zu den Hühnern bringen kann. Eierpackstation bringt jetzt gar nichts hier, ne? Mal gucken, was ist da hinten noch? Guck mal, ob da genug drin sind. Jetzt auch eine die Tür aufgelassen, Mann. Fehlen da noch, Ich hatte gerade eine... Ah, hier ist die Anzeige. Ne, hier sind auch schon 200 Tüten. Boah, hier fehlt Getreide. Hier ist kein Getreide drin. Ich glaube, wir hatten keins mehr, ne? Wir müssen hier dringend Getreide hochbringen. Warum machst du die Tür zu? Das war keine Absicht, ich habe die Kiste aufgenommen, tut mir leid. Nee, ich muss das unbedingt umbelegen, es ist so ekelhaft. So, wie viele sind jetzt hier drin? Hier sind 34, okay, hier müsste noch eine reinpassen. Ich weiß ja nicht, ob das jetzt geeignet ist hier, ne? Oder ob die noch weiter wachsen müssen. Weiß ich nicht, probier's einfach mal. Oh. Meist über den Zaun. Warte mal. So, so geht's. Nee. Die werden nicht angenommen von den Hühnern. Hier, guck mal. Willst du das? Nee, die wollen das nicht. Was machen wir denn mit den Hühnchen jetzt? Sollen wir sie einfach unten ranstellen? Ist ja auch doof, oder? Deko. Nee, das können wir nicht machen, Simon. Nee, wir nehmen die wieder mit. Sie, die müssen noch tatsächlich aufwachsen. Aber ich weiß ja nicht, wie, im ne? Im Brutschrank? Ich weiß gar nicht, ob es hier so eine Duftstation überhaupt gibt. So, das ist die... Gab's da nicht? Das ist die Auslauffläche. Alter! Irgendwo muss es da was geben. Das sind mal glückliche Hühner hier. Sind ja mal geschlüpft, ne? Aber jetzt, ja. Was machen wir jetzt damit? Sollen wir sie nochmal in den Brutkasten reingeben, oder? Das Problem ist, jetzt haben wir es aus dem Trigger rausgenommen. Ja. Warte, bleib doch offen hier. So, warte mal. Eierkisten, Pappkartons. Nee, das können wir schon mal nicht machen, Simon. Weil die leben ja jetzt, weißt du? Willst du sie verpacken oder was? Nein, das habe ich so nicht gesagt. Kükenkisten. Ja, was mache ich denn mit Kükenkisten? Was ist denn hier hinten los? Ich glaube, das müssen wir nochmal nachlesen. Ist das was ist gegenüber? Da, wo ich jetzt gerade herkomme. Das sind Pferde, ne? Da sind die Ponys. Ponys. Alter, die produzieren Mist hier, die Hühner. Alter Simon, wir brauchen URL hier oben und das ganz schnell. Guck dir mal, was hier los ist. Alter, ist hier eine richtige. Die sind richtig glücklich hier. Guck mal, die Kiste Party hart. So. Alter, kann weiter. Oh. Alter, wir können Spiegelei machen. Wir können so viel Ei machen, dass wir dran verrecken, glaube ich. So. Wir sind reich. Wir können die Leute mit Eier bewerfen. Ja, okay, aber, Alter, hier ist was los. Was machen wir denn mit den Küken? Das ist die gute Frage, ne? Mhm. Gibt's da irgendwas? Warte mal, lass mal nachgucken. Eierparkstation. Nee, das ist es nicht. Da ist Wasser drin. Ah, wir könnten... Ja, wenn wir jetzt... Simon, also, wenn wir jetzt ein URL hätten, ne? Mit dem könnten wir theoretisch hier hochschicken. Und können da schon mal die Eier von A nach B bringen. Weil Pappe haben wir hier. Weiß nicht, ob wir noch Wasser. Es ist Wasser ist hier auch. So, warte mal, ich bringe jetzt den mal. Och Mann, wir haben zu wenig Bucher, glaube ich. Bring den jetzt mal. Das war hier, glaube ich. Wo fängt denn das Ding an? Da oben, glaube ich. Ja. Simon, wir werden das so machen. Wenn die Leute wissen, wohin wir die Hühner oder die Küken bringen müssen, gerne in die Kommentare schreiben.
Das wäre wirklich sehr nett von euch. Wir sind auch tatsächlich schon wieder fertig für heute. Wenn es euch gefallen hat, liebe Leute, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Morgen sehen wir uns wieder, hoffentlich, wenn wir der Kollege Boxer Zeit habt, mit dem Boxer, ansonsten mit uns zweien. Aber wir sehen uns auf alle Fälle. Bis morgen. Macht es gut. Ciao, ciao. Baby.